Hallo und willkommen zu einem neuen Tools-Video von mir. Heute habe ich hier zwei schöne Tools, die ich euch einfach mal hier in diesem Video vorstellen möchte. Diese Tools wurden mir netterweise vom Hersteller GSR Gustav Sturzberg GmbH zur Verfügung gestellt. Und zwar ist dieses Tool oder sind diese Tools speziell für den Metallbauer interessant. Deswegen auch für mich sehr interessant, denn das ist, wie soll ich es sagen, mein Lehrberuf. Und hier habe ich nämlich oder hier gab es immer ein Problem, besonders wenn wir auf Montage waren, das war das Gewindeschneiden, und zwar das gerade Gewindeschneiden und das einfache Gewindeschneiden. Jeder von euch, der schon mal ein Gewinde geschnitten hat, sei es ein Innengewinde, sei es ein Außengewinde, ich zeige euch einfach mal beispielhaft hier ein Innengewinde. Hier habe ich einfach mal ein Innengewinde mit einem Windeisen geschnitten. Ihr seht, das geht nicht ganz so schön und man hat hier auch immer starke Probleme, dieses rechtwinklig hier einzuschneiden. Und dann gibt es natürlich auch noch das Schneiden von Außengewinden. Dieses ist noch mal um einiges schwieriger, besonders hier das Gewinde gerade auf unser Werkstück zu bringen, sodass es nicht verläuft und dass man auch hier einen sauberen Schnitt, einen sauberen geraden Schnitt hinbekommt. Das ist sehr, sehr schwierig und von Hand nahezu meiner Meinung nach unmöglich auf eine gewisse Länge auszuführen. Hier habe ich euch nun zwei Tools vom Hersteller GSR mitgebracht, mit denen wir diese Arbeiten auch durchführen können. Der Vorteil dieser Tools, wir können diese Tools mit einer Maschine verwenden. Das heißt, in meinem Fall werde ich diese Tools mit einem Akkuschrauber verwenden und kann somit auch dementsprechend größere Stückzahlen mit gleichbleibender Qualität fertigen. Wir schauen uns einfach mal die beiden Tools an. Beginnen wir als erstes mit dem GSR SC, also Smart Charge Adapter. Ich erkläre euch einfach mal diesen Adapter im Einzelnen. Dieser Adapter hat eine Schaftaufnahme für ein Bohrfutter, für ein 10er Bohrfutter. Das heißt, diese Schaftaufnahme können wir in ein 10er Bohrfutter einspannen. Wir haben hier eine Längenskala, mit deren Hilfe können wir unsere Gewindelänge feststellen. Und hier vorne haben wir unseren Schnelladapter, unseren Schnellaufnahmeadapter. Hier können wir dann dementsprechend unser Schneideisen einlegen. Ich möchte hier in diesem Fall ein M6er Außengewinde schneiden, also nehme ich ein dementsprechendes Schneideisen. Lege dieses hier in dem SC-Adapter ein. Achtet hierbei bitte darauf, hier unten in dem Adapter ist hier unten eine kleine Aufnahme zu sehen. Diese sollte deckungsgleich mit hier der Aufnahme im Schneideisen sein. Das heißt, wir geben einfach das Schneideisen hier ein. Und wir verriegeln unser Schneideisen durch Verdrehen des Kopfes. Wir haben hier oben eine kleine Bohrung. Hier sehen wir eine kleine Kugel herausstehen. Wenn wir unser Schneideisen verriegeln, ist diese nicht mehr sichtbar. Also haben wir so unser Schneideisen eingelegt. Jetzt kommen wir zur Vorbereitung unseres Werkstückes. Ihr habt es ja vorhin gesehen. Hier bei diesem Schnitt hatte ich hier vorne das Werkstück leicht angefasst, damit mein Schneideisen hier besser greifen kann, damit ich hier besser aufgreifen kann. Dieses ist jetzt hierfür nicht erforderlich. Für den Anschnitt nehmen wir unseren SC-Adapter und verwenden hier unsere Führung. Wir haben hier verschiedene Führungen zur Auswahl. Ich nehme die Führung für ein M6er Gewinde. Wir nehmen diese Führung, bringen diese hier vorne auf dem SC-Adapter durch Einschieben ein und sichern diese durch eine viertelste Umdrehung. Den so vorbereiteten SC-Adapter geben wir in unsere Maschine ein, hier in dem Fall einen Akkuschrauber, und verriegeln das Bohrfutter. Ich empfehle euch, den Akkuschrauber in den ersten Gang zu schalten. Hier hat er etwas mehr Kraft. Jetzt können wir unser Gewinde einfach hier vorschneiden. Das heißt, wir schneiden erstmal hier einige Windungen auf. Das unter Zuhilfenahme unseres Führungsadapters. Dieser gewährleistet einen sauberen, geraden Anschnitt. Haben wir hier einige Windungen auf unser Werkstück aufgeschnitten, schalten wir den Akku in den Rückwärtsgang, entnehmen die Führungshilfe und schneiden das Gewinde fertig.
Und hier nochmal das Endergebnis. Hier das Ergebnis mit dem SC-Adapter. Und hier der Schnitt von Hand. Der Vorteil des SC-Adapters, wir können viele Gewinde sehr schnell hintereinander mit gleichbleibender Qualität erstellen. Kommen wir jetzt noch zum Erstellen der Innengewinde. Hierfür verwende ich den QC-Adapter von GSR. Ich habe hier einfach mal die verschiedenen Komponenten aufgebaut. Als Grundkomponent oder Grundelement haben wir hier den QC-Adapter. Dieser ist eine Art Aufnahme. Diese Aufnahme nimmt hier diese Schnellwechselsysteme auf und hat einen 9 mm Schaft. Das heißt, wir können den QC-Adapter natürlich auch wieder in einem 10 mm Standardbohrfutter verwenden. Um die Innengewinde mit diesem System nun zu erstellen, bereite ich meine Innengewinde vor, indem ich hier die dementsprechenden Bohrungen setze. Ein kleiner Tipp, um die Kernlochbohrung hier zu errechnen, könnt ihr auch den GSR-Gewinderechner verwenden. Hier einfach eingeben, wir haben ein metrisches Gewinde, Größe M6 und Steigung natürlich 1 berechnen. Und schon sehen wir den Durchmesser unserer Kernlochbohrung, in unserem Fall 4,92 mm. Ich habe jetzt hier einfach mal 3 Kernlochbohrungen erstellt. Nun brauchen wir noch unseren Maschinengewindeschneider, in unserem Fall M6. Und diesen setzen wir in unseren Schnellwechseladapter ein. Hierfür suchen wir den richtigen Adapter, setzen den Gewindeschneider einfach ein, einfach eindrücken, bis er einrastet. Er verriegelt, um ihn wieder zu entnehmen, einfach hier vorne draufdrücken und so können wir ihn wieder entnehmen. Den so vorbereiteten Aufsatz können wir in den QC-Adapter einfach einbringen. Hierfür auch einfach einbringen, einrasten lassen und das System ist sofort einsatzbereit. Den so vorbereiteten QC-Adapter bringen wir nun wieder in unsere Maschine, in diesem Fall einen Akkuschrauber ein und können so unsere Innengewinde erstellen. Müssen wir in einem Arbeitsschritt mehrere Gewindegrößen erstellen, ist das auch kein Problem. Durch den Wechseladapter können wir ganz schnell unser Werkzeug entnehmen und durch ein anderes Werkzeug, hier in diesem Fall M8, ersetzen und so dann schnell weiterarbeiten. So, und damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an den Hersteller GSR, an die Gustav Sturzberg GmbH für das zur Verfügung stellen dieser Tools, sodass ich diese euch zeigen kann. Link zu den ganzen Produkten natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert ihr einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.